So, liebe Leute, gucken wir mal zum Jahreswechsel drauf, womit denn das Kinojahr 2024 so losgeht. Damit gibt es die monatliche Kinovorschau für den Januar. Wie immer geht es um die kommenden Kinostart-Donnerstage, reduziert auf die größeren, schrägstrich relevanten Starts. Fangen wir an mit dem 4. Januar, der erste Donnerstag, da kommt der neue Studio Ghibli-Film raus, also Hayao Miyazakis neuer Film, und zwar Der Junge und der Reiher. Der Trailer sieht fantastisch aus, die Pressestimmen sind auch richtig gut. Ich bin gespannt, was der kann. Erzählt die Geschichte von Mahito Maki. Der ist 12 Jahre alt, als seine Mutter bei einem Bombenangriff auf Tokio ums Leben kommt, beziehungsweise Luftangriff in Tokio ums Leben kommt. Und sein Vater wird dann die jüngere Schwester seiner ehemaligen Frau heiraten, also dessen beziehungsweise Mahitos Tante. Das führt auch dazu, dass sie von der Großstadt aufs Land ziehen, und mit diesem Leben kommt er so gar nicht klar. Er ist todtraurig, lernt aber einen Graureiher kennen, und dieser Graureiher kann sprechen und prophezeit ihm, dass seine Mutter noch am Leben sei. Dann entspinnt sich ein Abenteuer. Es geht um einen geheimnisvollen Turm und was dieses Gebäude für ein Geheimnis mit sich bringt. Ich finde, der Trailer sieht richtig gut aus. Der Junge und der Reiher ab dem 4. Januar. Ebenfalls startet ab dem Tag der neue Film von Taika Waititi, Next Goal Wins. Er ist ja Oscar-Preisträger für Jojo Rabbit, hat aber unter anderem auch Thor 3 und 4 Marvel Cinematic Universe gemacht, auch in The Mandalorian mit inszeniert eine Episode, genauso wie er bekannt geworden ist als Fünf-Zimmer-Küche-Sarg-Regisseur. Und in Next Goal Wins wird die wahre Geschichte erzählt vom samoanischen Fußball-Nationalmannschaftsteam, das in einer 31-0-Niederlage gegen Australien eine riesige Schmach erleidet und auch die 30 Spiele danach verlieren wird. Und trotzdem geben sie nicht auf und wollen sich 2014 für die Fußball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Aber der jetzige Trainer, der bringt es einfach nicht. Und so gelangt dieser Job an Thomas Rongen, einen Trainer, der in den USA trainierte, aber in seinem Job jemand ist, der ständig aufbrausend ist, der sein Temperament nicht unter Kontrolle hat. Und damit treffen zwei Welten aufeinander, als er auf diese Insel kommt und merkt, dass das Leben dort ganz anders stattfindet, aber Fußball auch viel essentieller gesehen wird, nämlich als die Sache, in der es in erster Linie darum geht, Spaß zu haben. Next Goal Wins, ich mochte den. Ebenfalls startet Priscilla, Sofia Coppolas neuer Film, basiert auf den Memoiren von Priscilla Presley und erzählt eben die Geschichte, wie sie einst Elvis Presley, als sie selbst noch Teenagerin war, kennenlernte während einer Veranstaltung bzw. Party auf einem US-Stützpunkt in Deutschland, wie die beiden sich annäherten, feststellen, dass eine ganz besondere private Ebene zwischen ihnen existiert, aber auch wie in all diesem Ruhm, all diesem Glanz und auch diesem Ausnutzen sie durchaus leiden musste. Priscilla, bin ich auch gespannt, was der kann. Und dann hätten wir noch Roleplay mit Kylie Cuoco. Unter anderem wird die Geschichte erzählt in diesem Action-Thriller von Emma, die mit ihrem Ehemann und zwei Kindern ein entspanntes Leben in einem Vorort von New Jersey lebt, aber sie hat noch ein geheimes Leben als Auftragskillerin, und bei einem Rollenspiel kommt ihr Mann dahinter und gleichzeitig wird sie gejagt, begibt sich deswegen nach Berlin, um ihre Familie nicht in Gefahr zu bringen, aber er reist hinterher und damit ist das Chaos perfekt im Roleplay. So, eine Woche später schlägt Jason Statham wieder mal auf in einem Action-Thriller. Gefühlt dreht er ja irgendwie immer wieder den gleichen Film. In The Beekeeper spielt er im neuen David Ayer-Film einen Mann namens Mr. Clay, der sich leidenschaftlich als Imker um seine Bienen kümmert, bis er herausbekommt, dass seine Nachbarin durch einen Telefonbetrugsanruf um ihr gesamtes Vermögen gebracht wird, und die nimmt sich auch noch in all ihrer Verzweiflung das Leben, und deswegen schwört er Rache und möchte diese Betrüger ausfindig machen. Nur die sind noch mächtiger, als er dachte. Was die aber auch nicht wissen, ist, dass er ein ehemaliger Spezialagent ist und die Beekeeper eine Geheimorganisation sind. Das ist The Beekeeper. Mit Baby to Go gibt es eine Science-Fiction-Romcom mit Emilia Clarke unter anderem, und da wird die Geschichte erzählt in der nahen Zukunft, in der künstliche Intelligenz überall ist. Rachel und Alvi sind ein Paar, die beschließen auch, gemeinsam ein Kind haben zu wollen, und durch den Arbeitgeber von Rachel gibt es sogar die Möglichkeit, den Weg zu gehen mit Hilfe einer künstlichen Gebärmutter. Und die wiederum sorgt dafür, dass beide, also künftige Mutter und auch künftiger Vater, zu gleichen Teilen das Kind austragen können. Er ist sehr skeptisch, lässt sich darauf aber ein, könnte sehr spezieller Film werden, Baby to Go. Und wir hätten noch The Royal Hotel, erzählt die Geschichte von Liv und Hannah, zwei Amerikaner,
amerikanischen Freundinnen, die quer durch Australien reisen, als ihnen plötzlich die Kohle ausgeht, beschließen sie, hinter dem Tresen zu arbeiten von einer Bar namens The Royal Hotel in einer Bergbaustadt. Und sie lernen sehr schnell, dass man dort gerne trinkt und gerne viel trinkt, dass die Locals aber auch übergriffig sind. Es kommt zu Zwischenfällen, aber auch zu sehr ausufernden Partys. Das alles zusammen, mal gucken, soll dann auch ziemlich eskalieren, ist The Royal Hotel. Eine Woche später, 18. Januar, Poor Things, für mich der Film überhaupt, Meisterwerk von Yorgos Lanthimos, dem Regisseur von Sacred of the Killing of a Killing Deer, The Favorite oder The Lobster, mit Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. Den Hauptrollen spielt Emma Stone Bella Baxter, ein Kleinkind im Körper einer erwachsenen Frau, die quasi wie so ein Frankenstein-Experiment aus den Fängen oder aus den Ideen von ihrem Schöpfer Dr. Goodwin Baxter entstanden ist. Und sie wird nach und nach die Welt erkunden und auch erwachsen werden und die Regeln der Gesellschaft hinterfragen, auf einer Art und Weise, dabei an Grenzen stoßen, aber gleichzeitig auch feststellen, warum sie nicht einfach sein kann, wie sie will. Ein sehr expliziter Film, ein sehr intimer Film, ein sehr nackter Film, ein wahnsinnig kreativer Film. Poor Things unbedingt ankreuzen ab dem 18. Januar im Kino. Und dann hätten wir noch den neuen Roman Polanski-Film The Palace, der in Venedig jetzt auch keine großartig guten Stimmen bekommen hat von der Presse, mit Oliver Masucci unter anderem in der Hauptrolle. Wird die Geschichte erzählt vom 31. Dezember 1999, also Jahreswechsel rund um das Millennium, in einem Schweizer Schloss, Anwesen, in einem verschneiten Tal, sehr exklusiv, namens The Palace oder im Palace Hotel. Und dort kommen die Reichsten der Reichen zusammen und feiern ein obszönes Fest. Aber mit ihnen kommen auch all ihre Egos zusammen. Und was ausgelassen beginnen sollte und ein einzigartiges Erlebnis ist, ein neues Jahrtausend zu begehen und auch die Sorgen, die damit einhergehen könnten, sind es vor allem die unterschiedlichen Charaktere, die, wenn sie aufeinandertreffen, dafür sorgen könnten, dass ein Krieg ausbricht. Das ist wohl The Palace. Dann, letzter Kinostart Donnerstag im Januar, der 25. Januar. Das Erwachen der Jägerin bringt uns Daisy Ridley zurück ins Kino. Sie spielt hier, das Ganze ist eine Buchverfilmung, Helena, die einst als die Tochter des Marsh King aufgewachsen ist. Dieser Marsh King lebt im Sumpfland und hat einst eine Frau entführt. Und als er mit dieser Frau, die entführt wurde, ein Kind bekommt, ist Helena entstanden. Und so ist sie jahrelang in der Wildnis aufgewachsen, weiß, wie man dort überlebt. Aber irgendwann ist ihr Vater endlich im Gefängnis gelandet. Sie konnte erwachsen werden, eine eigene Familie gründen. 20 Jahre später bricht er aber aus und macht Jagd auf sie. Und das heißt, sie muss sich ihrer eigenen Vergangenheit stellen. Der Vergangenheit, von dem sie ihrem Partner beispielsweise nie etwas erzählt hat. Und das wird sich in den Sümpfen klären. Bin ich ehrlich gespannt, was das Erwachen der Jägerin kann. Dann hätten wir mit The Holdovers, einen neuen Film von Alexander Payne, mit Paul Giamatti unter anderem. Der spielt hier Paul, einen Lehrer, den keiner leiden kann, nicht mal die eigenen Schüler. Er hat auch keine Familie, weswegen er während der Weihnachtsferien in der Schule bleibt und auf die Schüler aufpasst, die ebenfalls vorerst dort bleiben und nicht nach Hause fahren. Am Ende bleibt dann nur ein Schüler übrig, nämlich Angus, einer mit guten Noten, aber einem so schwierigen Verhalten, dass er von der Schule zu fliegen droht. Das Ganze spielt übrigens im Jahr 1970 und dann gesellt sich noch die Chefköchin dazu. Drei völlig unterschiedliche Menschen mit ganz eigenen Geschichten, die während der Weihnachtsferien Tage miteinander verbringen, die mit merkwürdigen Dingen einhergehen in The Holdovers. Dann hätten wir mit Home Sweet Home, wo das Böse wohnt, einen Horrorfilm, der anscheinend in einem One-Take gedreht ist. Erzählt die Geschichte von Maria und Victor, die beide glücklich miteinander sind, frisch verlobt. Sie erwarten das erste gemeinsame Kind, sie ist also hochschwanger und sie sind erst kürzlich in das Haus gezogen, in dem er als Kind bereits aufgewachsen ist. Ein großes Haus, in dem, weil er lange arbeiten muss, die eines Abends alleine ist und dann passiert eine Aneinanderkettung von anscheinend sehr gruseligen Sachen. Auf internationalen Festivals hat der Film erste richtig gute Stimmen. Home, Sweet Home, wo das Böse wohnt. Deutscher Horrorfilm ab dem 25. Januar. Und dann machen wir das Ganze noch zu mit Mean Girls, The Girls Club, ein Remake des Films von vor 20 Jahren, basiert aber auf dem Broadway-Musical, das wiederum auf dem Film von vor 20 Jahren beruht. Also nochmal Musical-Remake-Nachschub mit Mean Girls ab dem 25. Januar im Kino. Und damit sind wir durch die größeren, / wichtigeren Filme, was den ersten Monat des neuen Jahres angeht. Ich hoffe, da ist was dabei, wo ihr sagt, oh, habe ich Bock drauf, das wäre doch schön und sinnvoll. Und an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.